In Deutschland wird die Lage insbesondere für Menschen, die nicht gegen Covid-19 geimpft sind, noch einmal schwieriger. Bund und Länder beschlossen eine ausgeweitete Anwendung der 2G-Regel im Einzelhandel sowie Kontaktbeschränkungen auch im privaten Bereich. Überall, wo nicht alle Teilnehmer geimpft und genesen sind, gilt diese Grenze eigener Haushalt sowie höchstens 2 weitere Personen. Kinder bis zur Vollendung des 14. Jahres sind hiervon ausgenommen. Bundesweit soll nur noch Personen der Zugang zu Gaststätten, Theatern und Kinos gewährt werden, die geimpft oder genesen sind. Deshalb ist es jetzt auch vertretbar zu sagen, es gibt diese Zugangsbeschränkung, weil ja jeder und jede die Möglichkeit hat, durch eine eigene Impfung die Lage für sich zu verändern und genügend Impfstoff zur Verfügung steht und jeder das hätte längst machen können. Eingeführt wird eine Covid-Impfpflicht für Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern. Der Bundestag wird sich mit einer allgemeinen Impfpflicht befassen. Wäre ich im Deutschen Bundestag, könnte ich sagen, dass ich mich dafür aussprechen würde. Also auch dafür stimmen würde. Bis Weihnachten wollen Bund und Länder bis zu 30 Millionen Impfungen ermöglichen, unabhängig davon, ob es sich um Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfungen handelt.